Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zu Forza Horizon 3. Ja, ein neuer Monat und dementsprechend wieder ein neues Car-Paket. Wir schauen uns heute das neue Car-Paket von Dezember an. Und übrigens, nicht vergessen an alle, nächste Woche kommt dann das Erweiterungs-DLC und dann heißt es Schnee, Forza und Schnee. Kann es was Schöneres geben? Ich glaube nicht. Das weiße Glück. Oh, das kann man in anderen Bereichen nicht so. Na egal. So, wir gehen also auf Festival betreten, ne? Und dann machen wir einmal alles anzeigen. Nee, ist falsch, Duni. Du musst die Tiere drücken. So. Gekauft, 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 gekauft. Was? Nö, das ist doch das hier, oder? Ja. Nee. Ist es das? Ich schau nochmal. Doch, das ist es, Toni. Guck doch ganz genau hin. Guck doch genau hin. So. Okay, fangen wir doch mal ganz vorne an. Also, wir haben den Bentley EXP 10 Speed 6 Konzept 2015. Das sieht aber vorne, sieht ein bisschen missraten aus. Das sieht aus wie so eine Mischung zwischen einem Bentley und einem Lotus irgendwie. Aus irgendeinem Grund. Wir schauen uns den gleichen richtig an. Den HV GTS R 1996. Den Jaguar F-Pace S 2017. Der hat was Interessantes. Der hat was sehr Interessantes. Gefällt mir. Mercedes AMG GTR 2017. Den schauen wir uns auch gleich an. Was mir schon mal nicht gefällt, ist diese Lackierung. Die geht gar nicht. Der Morgan 3 Vila 2014. Das ist natürlich echt 2014. Ding sieht aus wie, ja gut, Neuauflage, ne? Warum nicht? Von den Oldtimer. Der Pontiac GTO 1965. Und jetzt natürlich alle Fans, bleibt ruhig, eure Pumpe geht runter. Toyota Supra 2.0 GT Twin Turbo 1992. Wuhu! Ja, da freuen sich so einige. Kommen, dann werden wir auch anfangen mit diesem wunderschönen kleinen Frechtags, hätte ich fast gesagt. Gottes Willen, verzeiht mir, wenn ich das sage. Oh, hat noch keiner was reingestellt, noch keiner ein Design. Geht bestimmt bald los. Oh. Was nehmen wir denn erstmal für eine schöne Lackierung? Wir nehmen erstmal. Die sieht so alt aus, dass ich sie nicht nehmen möchte. Ich glaube, da mache ich auf jeden Fall eine eigene bei denen. Da mache ich eine meiner Speziallackierungen. Wurscht, wir nehmen die jetzt erstmal in Rot und wir gucken uns an, was wir so an den Tuning machen können. Werden uns den Sound anschauen, das machen wir heute mit allen Autos quasi. Ja, komm. Auswahl bestätigen. Wird gespeichert. Ja, ihr seid live dabei, liebe Leute. Ein Traum. Ein absoluter Traum. So. Na, du Hübscher. Wollen wir uns da erstmal den Original-Sound anhören. Gerade bei so einem 2.0 Twin Turbo. Da können wir uns das ruhig mal reinziehen. Oh, ich sitze auf der falschen Seite. Oh Mann. Nein, lass mich raus. Er will mich nicht rauslassen. Hilfe. Ich will aussteigen. Dankeschön. So. Ja, sowas kommt von sowas, ne? Toni. Hättest aber auch noch wissen müssen, dass das ein Rechtslenker ist. Schäme dich. So. Dann werden wir jetzt mal den Motor starten. Das ist auf jeden Fall was Feines, liebe Leute. Das ist auf jeden Fall was Feines. Uiuiuiui. Na, dann schauen wir uns doch mal die Tuning-Einstellung bei denen an. Ob es hier irgendwelche schönen Sachen dafür gibt. Karosserie, das konnte ich mir fast denken. Oh, ja, das war jetzt nur von Forza und dementsprechend nicht lizenziert ist, aber das sieht doch. Das sieht schon recht ansprechend aus, ne? Joa, wir gehen mal aber in die einzelnen rein. Individuelle Upgrades. So. So, hier rein. Oh ja. Das ist die Auswahl, die ich brauche. Naja. Ne, ich will die. Und dann tief das Ding. Das Ding muss tief.
Nice one. Ah, der sieht auch nicht schlecht aus, auch schnittig. Nee, das ist nicht so meins. Nee, auf keinen Fall. Okay, ich habe mich entschieden. Das ist auf jeden Fall diese Theke hier. Die soll es werden. So, jetzt schauen wir mal noch, ob wir den noch einen schönen Arsch zaubern können. Ja. Ja gut, das ist natürlich dann noch passend zum vorne, ne? Aber wo? Doch, doch, Toni, doch. Rein das Ding hier. Uhuhuhu. Das ist schon ein Augenschmaus. Das. Oh. Oh. Nee, ich muss das nehmen. Ich muss es nehmen. Ich gucke auch gerade gar nicht nach die Werte, weil es ist mir eigentlich egal. Das Ding muss so sein. Das muss so sein. So, jetzt hauen wir dir noch ein paar schöne Schlappen drauf. Ein paar schöne. Warte mal, was nehmen wir eigentlich? Nee, wir nehmen ohne Horizon. Komm, wir machen hier ganz normale Rennreifen drauf. Vorne möchte ich. Lass ich so. Ich mache so bloß hinten breit. Ja, mach mal so. Dann die Felgenauswahl fand ich vorhin gar nicht mal so schlecht eigentlich an den Dingen. Die sah gar nicht so bescheuert aus. Vom Stil her, ich bin aber mal am Überlegen. Ich meine, das sind so die, ich finde, so die zeitlosen. Also die nehme ich halt recht gerne, aber an den Auto passen sie nicht ganz. Oh ja. Ich glaube, der eine oder andere wird jetzt schon meckern. So. Nein, du, nimm die nicht, nimm die nicht. Oh, die gefallen mir. So, Punkt aus Ende. Die nehme ich. Wird schon so passen. Ne? Jetzt erstmal die Schlappen groß. Naja, vielleicht nicht ganz so groß. Ich bin da nicht so. Ich weiß, manche hauen das immer so auf volle Bulle. Ist jetzt aber nicht so. So meins. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall das Ding erstmal noch runterbocken. Da holen wir auf jeden Fall die Rennkupplung rein. Auch hier machen wir das Renngetriebe drin. Renn rein. Differential machen wir auf Renndifferential. Es gibt auch welche, die das immer so mit Sport und sowas mischen. Kann man machen, bin ich jetzt aber nicht so der Fan von. Ja, runter, runter das Teil. So, warte mal, hier geht er hoch, ne? Ja. Also das ist unten sehr schön. Ja, da gibt es auch noch viel Luft. Aber das kann man nachher noch. Das mache ich dann später noch mit den Feineinstellungen. Aber so ist er schon mal tief. 9,0 Bremsen. Alter, meine Fresse. Du bist ein Gerät, Junge. Du bist ein absolutes Gerät. So. Dann machen wir auch Rennen. Rennen. Nee, nee, lass weg, lass weg. So, und jetzt hauen wir die Karre noch schön leicht. Ja, doch, mach mal so. So viel wollte ich jetzt eigentlich gar nicht machen, weil ich will ja noch die anderen Autos zeigen. Ich Idiot. So, Renn rein. Hier auch noch kurz auf Rennen. Mal sehen, ob ich noch ein A drinne behalten kann. Hier die Rennzündung. Der Auspuff wird mich jetzt über A schleudern, ne? Nee, wird er nicht. Doch, der Auspuff brauche ich. Komm, rein das Teil. Nee, ich will den in A lassen. Hier kriegt man mit dem Straßenventil noch hoch auf 6,2 und dann machen wir mal den Rest mit der Schwungscheibe. Ja. Nehmen wir die Sportschwungscheibe. So, das wird jetzt passen. So. Einstellungen installieren. Lass mal den erstmal so. Feineinstellungen mache ich später. Na, dann kommt. Ich weiß, ihr wollt's. Ich weiß es doch. Schauen wir uns das ganze Ding nochmal auf der Straße schnell an. Lalalala. Lalalala. Hallo Toni, von diesem Fahrer habe ich schon viel Gutes gehört. Wir sollten versuchen, ihn für unsere Aufstellung zu verpflichten. Ich bin gestern auf der Automesse umhergewandert und habe ein paar Leute reden hören. Sie wollten sich auf die Suche nach einem weiteren verlorenen Klassiker aufmachen, aber psst, sag es nicht weiter. Du und ich finden ihn zuerst. So. Direkt.
direkt ein Foto machen. So. Das muss schön aussehen, das muss gut aussehen. Nur das hat doch schon fast was Schönes an sich. Fast. So, wenn ich jetzt nicht noch 200 Einladungen hier bekommen würde, wäre das natürlich grandios. Hier oben hin. Zack. Und dann machen wir hier blablabla. Irgendwelche Buchstaben eintippen. So. Und jetzt machen wir hier Modell beliebig, beliebig, beliebig. Und da passt schon, teilen. Ist jetzt wurscht. Hauptsache, wir haben das Bild in unserer Galerie. Und damit am Arsch lecken. Hätte ich jetzt fast gesagt. Aber das mache ich nicht. Typ. Um Gottes Willen. So. Armes Auto schon. Du kriegst auch noch eine besondere Lackierung von mir. Versprochen. Ich hab da irgendwas auf meiner Motorhaube kleben. Gehst du weg? Gut. Lalalala. Ach, dein geilen Arsch, das Teil. So. Rein hier. Und dann noch schnell die anderen. Aber ich denke mal, das war so der. Einer der Autos, auf dem sich so die meisten gerade so gefreut haben. Deswegen dachte ich, komm, den müssen wir jetzt wissen. Ausreiten. Ausreiten? Ausreiten? Naja, ihr wisst, was ich meine. So, Farben. Mensch, dich gibt es in einer wunderschönen Lackierung und zwar der. Gut, er ist jetzt doch, ich finde doch, das ist eine ganz. Die Felgen sind schön. Dagegen sage ich nichts. Ja, der Arsch ist eigentlich gewohnt, finde ich bei ihnen. Ne? Ansonsten ist er breiter geworden, habe ich das Gefühl. Und ja, diese Lichter, ich kann mich ja mit der Schnauze überhaupt nicht anfreunden, ne? Schön, noch eine Einladung. Schickt mir noch eine Einladung. Dann beim 10. Mal nehme ich an. Möchten Sie diese Auto auswählen? Ja, möchte ich. So. Haben wir den auch? Gehen wir hier auch kurz in den Tuning-Modus rein, um einfach zu schauen, was gibt's Neues, was gibt's nicht Neues. Aber ich bezweifle, dass der Bentley jetzt irgendwelche großen Tuning-Optionen haben wird. Also kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber wir können es probieren. Wir können gucken. So. Und einmal auf Upgrades. Ne, da ist auch schon dicht. Dann schauen wir mal rein. Ne, plus dieses typische Forza-Dings. Das konnte ich mir. Mein Gott. Kann man ja auch so lassen. Wen der Look gefällt. Ne, das ist jetzt auch kein typisches Tuning-Car. Ne? So, dann gehen wir in die DLC-Autos rein und schnappen uns. Ja, der HSV interessiert mich gerade überhaupt noch gar nicht. Wir schauen uns mal noch den neuen Mercedes an. So. Farben. Echt? Gibt's echt? Das ist deine Standardlackierung? Uiuiuiui, das ist schon. Schon irgendwie augenkrebsfarbenmäßig. Oder? Was meint ihr? Findet ihr das gut, dieses Neon-Matt-Grün-Gedöns, irgendwas mit leichten Grauschimmer irgendwie? Also, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Und der sieht irgendwie aus, als ob so eine Mischung zwischen Mercedes und Jaguar, ne? Da steckt doch ein kleiner Jaguar hier drin im Seitenprofil. Das sehe ich doch. Das sehe ich doch. So, und von denen hören wir uns auf jeden Fall den Sound an. Kofferraum geht auf. Kann man auch mal schön Cookie-Looky-Looky-Look machen. Da ist richtig viel Platz. Für die ganze Familie. So, Motorhaube. Schauen wir uns doch mal den Motor hier an. Vom AMG. Ja. Na, das ist doch schon wieder ordentlich. Das zeigt doch einfach, was ein Familienauto ist. So. Schöne Sitze, schön. Oh, das sieht aber schön aus. Ein schönes Armaturenbrett. Sehr edel verarbeitet.
muss ich wirklich sagen, schöne Linien. Oh, das gefällt mir. Oh, was habe ich denn jetzt gedrückt? Achso. Fahren? Nein? Nee? Ich? Wollte nicht? Okay. Wusste gar nicht, dass das jetzt neu ist anscheinend im Forza Vista, dass man jetzt direkt rausfahren kann. Naja, schauen wir uns nochmal so an. Ja, das ist eine sehr eigene Lackierung, möchte ich mal behaupten. Aber das Armatur, in drinne, das Cockpit. Also liebe Leute, das gefällt. Okay. Da lässt sich recht gut kontrollieren. Also ich habe mir jetzt mit Absicht durchdrehen lassen. Jetzt ziehen wir mal hier rein. Ah, okay, na gut. Wir müssen aber auch was dazu sagen. Wir sind jetzt gerade nicht auf Straßenasphalt, deswegen ist er mir jetzt, glaube ich, auch weggebrochen. Ja, aber... Okay, mit einer etwas anderen Lackierung. Mit ein bisschen Tuning. Was willst denn du jetzt von mir? Ja. Ach, ein neuen... Oh, Leute. Ich, oder? Okay, sehen, wir suchen jetzt noch die Scheune. Kommt, damit wir wissen, was drinne ist. Scheiß drauf. Forza ist nur einmal im Jahr. Ey. Oh Gott, ich muss weniger nehmen. So, jetzt kommt mal hin hier. Super. Oh nein, nicht hier, Alter. Wie soll ich denn hier wieder eine Scheune finden? Das ist doch schon wieder albern. Scheune. Scheune, Scheune, Scheune. Am besten, ich mach's wieder mit der Drohne. Ups, falscher Knopf. Drohne, wo bist du? Such die Scheune. Such die Scheune. Brav. Wir wollen schneller fliegen. So, ja, ja. So, keine Scheune, keine Scheune. Hier hinten ist was, hier ist was, hier ist was, hier ist was. Das ist er. Perfekt. Da ging doch schnell. Mensch. Habt ihr schon wieder Angst gehabt, dass ich 4 Stunden suche, wa? Nichts da. Baba hat die Scheune gefunden. So. Können wir hier noch ein paar Bananen pflücken. Ja, auf dem Gelände merkt man natürlich, kommt er mit seiner Standardbereifung jetzt noch nicht ganz klar. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, jetzt. Und? Was ist es? Aha! Wer schläft, verliert. Wer auch immer ihr wart. Dann öffnen wir mal das Tor. Oh, klasse. Wirklich klasse. Es ist ein Sunbeam Tiger. Das Ding hat einen Ford V8 unter der Haube. Spezialanfertigung von Carol Shelby persönlich. Bisschen staubig, etwas Rost, aber ansonsten in guter Verfassung. Ich liebe diesen Optimisten, der das immer so schön sagt. Ich mach dir den Tiger so bald wie möglich fahrtauglich. Ja, mach den fertig. Also liebe Leute, um auf die anderen Autos noch ein bisschen genauer einzugehen, werde ich da sicherlich einfach nochmal ein ganz normales LP dann nochmal machen mit Forza. Spätestens dann, wenn nächste Woche der Schnee da ist. Und dann werden wir uns auch nochmal das Auto, was jetzt gerade wunderschön für uns zurecht gemacht wird, nochmal ganz in Ruhe anschauen. Ansonsten sage ich mal, okay, aber jetzt sind du hier, der Fahrzeug, der Mercedes. Nee, ich kann mich trotzdem an das Grün nicht gewöhnen. Nein, 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 nein. Da muss was anderes her. Aber wie gesagt, das hier gefällt mir so sehr. Das ist wirklich, das haben sie wirklich schick gemacht hier drinnen. Wirklich sehr edel. Egal. Ich denke mal sowieso für die meisten
Ne, war natürlich das eine Auto, natürlich das ganz Besondere. So, für die Live-Zuschauer, die jetzt erst reingeschaltet haben, tut mir leid, das war es leider schon. War einfach nur die Vorstellung des DLCs. Ansonsten einfach mal in einer guten Stunde auf YouTube vorbeischauen. Da wird das Ganze nochmal hochgeladen und dann könnt ihr das dort auch sehen. Und für die YouTuber wie immer, Dankeschön für Like, Abos und Käsekuchen. Ihr seid die Besten, Größten und Geilsten. Eigentlich mal noch ein Foto hier machen, wenn man hier einmal so steht, ne? Ja, ich kann mich nicht loslösen. Einmal an, immer an, ne? So. Da passt ja der Grüne hier in der Landschaft. Das hat doch schon recht viel Style. Kommt, nehmen wir so. Muss man jetzt nicht speichern, aber da haben wir hier schon wieder die 1000 Credits einkassiert. Super. So, liebe Leute, jetzt aber für euch abschalten da draußen. Tüdüt. Haut rein. Bis dahin. Tschüss. Abschalten, habe ich gesagt. Genau du. Einer ist noch da. Ich sehe dich. Genau du. Brauchst gar nicht so lauern. Schalt jetzt ab. Ich schalte jetzt ab. Du jetzt auch? Ich schalte ab. Ich bin zuerst. Achtung. Achtung.